dann mache ich danach die Aufnahmepause. Oh Mann, die kann echt nicht Auto fahren. Natürlich. Ach, Jungchen. Ich hoffe mal, ich gewinne den. Das Auto würde ich unbedingt haben. So, mal ein bisschen wieder mit unserem Supra, glaube ich, fahren. Steht jetzt auch schon wieder eine Zeit lang in der Garage. Ups. Da oben gibt es auch manchmal so eine Scheißstelle. Und zwar, wenn man da irgendwo so links abbiegen muss, irgendwie ganz schön eng da, da gibt es so eine kleine Treppe. Und da kann man irgendwie hängen bleiben, aber man kann nicht drüber fahren. Scheiße. Aber dazu werden wir mit Sicherheit auch noch später kommen. Genauso wie bei Platz Nummer 9, hey. Der hat auch so ein Scheiß-Rennen da. Das muss ich grundsätzlich eigentlich zweimal fahren. Weil er mich kurz vor Ende immer noch überholt. Ey. Du bist eine Frau und du fährst gut Auto. Ich würde mal interessieren, ob auch eine Frau in diesem Spiel mitentwickelt hat. Aber ich bin mir eigentlich schon fast sicher. Irgendeine muss ja für den weiblichen Charme gesorgt haben. Außerdem, ich glaube, soweit ich weiß, sind die ganzen, also zumindest sieht es so aus, die ganzen Cutscenes mit Capture, Motion Capturing Verfahren oder so gemacht worden. Sehen eigentlich relativ gut aus. Wenn man sich dann Carbon anschaut, das später rauskam, da sehen die Karikaturen total scheiße aus. Finde ich. Also für mir werden sie auf alle Fälle eine weibliche Darstellerin gebraucht haben. Auch die Synchronsprecher müssen ja dann weiblich sein, also von dem her. Außer ich bekomme die Stimme so hoch hin, damit es anzuhört in der Badewelt. Nein, das will ich nicht. Aber wir haben gewonnen. Mit 22 km/h. Und es noch den Rundkurs. Rundkurs, Rundkurs, fucking in der Rundkurs. Need for Speed Most Wanted. Bright. Fight! Let's go! Clap your hands for the Nitro! Bisschen vor sich setzen und los geht's. Nein. Ups. Can we control? Can we control? Naja. Ich probiere es jedes Mal wieder und jedes Mal vergleich's. Naja. Wow. Innen sehr gut vorbeigezogen. Nicht bremsen jetzt. Oh Gott, du fährst die lange Strecke. Ah, das ist sowieso ein Rundkurs. Fuck you. Sorry. Hä, wieso habe ich über eine Sekunde Rückstand? Ich bin der Erste. Und du hast dich abgeschossen, wie es aussieht. Jetzt werden wir endlich mal hier eine Cutscene sehen. Ist das das Rennen schon, wo man durchfahren kann? Nein, leider nicht. Ah, diese dreckigen Autos immer rechts abbiegen, oder? Von ihrer Seite aus links. Ah, wie sich diese Kurve auch hier, also dieses S hier. Alle S hasse ich grundsätzlich. Vor allem, wenn du da mal Stufe 5 bei den Cops bist. Ah, diese scheiß fetten Autos. Ich
will das Rennen nicht zweimal fahren müssen. Ich fehlt sogar die Abkürzung. Die macht alles schön zu Kleinholz. Die Straße könnte man auch mal einebnen. Ja, noch ganz gut rumgekommen. Ja, die fährt da immer die grüne Fläche. Das mache ich eigentlich eher selten, weil ich finde, da beschleunigt er langsam. Ja. So, diesmal sehe ich aber innen vorbei. Kann aber den Vorsprung nicht wirklich ausbauen, zumindest hat es vorher danach so ausgeschaut. Nein. Komm schon! Scheiße! So weit hat mich dann auch noch nie rauskam, glaube ich. Die fährt einen sauren Vorsprung raus, muss man ihr lassen. Aber jetzt hat sie sich leicht verschätzt. Was zum Teufel machten die da? Habt ihr das gesehen? Die ist da die eine Schanze wieder hochgefahren. Oh Mann, Frauen her. Ah, ich komme auch leicht schräg daher. Ah, nicht schon wieder so ein scheiß Senderwagen oder Cocktailwagen oder Dönerbudenwagen oder was auch ever. Da ist es übelst scheiße mit dem Lamborghini Gallardo rumzufahren. Den stellst du da eigentlich immer auf. Weil der so flach ist, aber trotzdem so breit. Jetzt bloß nicht irgendwelchen Scheiß machen und ihr Computersteuerungscomputergegner Heini darf jetzt nicht zu stark sein. Wie gesagt, ich will das Rennen nicht zweimal fahren müssen. Im Moment sieht es ganz danach aus. Aber es sieht auch irgendwie gut für mich aus. Yeah! Und da haben wir es schon wieder gewonnen! Ist doch super. Glückwunsch, du kannst jetzt aus zwei Symbolen wählen. Erstens probieren wir es hier mal. Scheiße, und jetzt links oder rechts? Wenn ich jetzt links will, ist es garantiert rechts. Ich probiere links. Fuck! Naja. Oder soll ich das jetzt? Ja. Na gut. So, jetzt bin ich irgendwie aus Versehen auf die Aus-Taste gekommen. Blacklist Nummer 11. Lupar, Big Lou, Wagen, Mitsubishi, Eclipse, Stärke, Mautstellen, Zeitfahren. Lebenslauf. Dieser koreanische Muskelprotz. Ach so. Okay. Hält sich für einen echten Frauenschwarm, aber das ist nur Show. Angeblich hat er Angst vor den Cops und macht sich bei jedem Rennen in die Hose. Außerdem kann er wohl nicht mit der Kupplung umgehen und ist deshalb einen schlechten Starter. Aber darauf würde ich mich an deiner Stelle nicht verlassen. Ah, das ist dieser Schwuchtel-Auto-Kantreiber. Rennkarriere ist gelaufen. Mach weiter so. Ich melde mich später.
Yo, vielen Dank, Rock. Jetzt werden wahrscheinlich noch ein paar Nachrichten drum sein. Nee, nicht mal. So, leider haben wir den Wagen von ihr nicht bekommen. Naja, schade. Den hätte ich wirklich gern gehabt. Dann müssen wir uns eben noch ein bisschen mit diesem Auto hier vergnügen, denn das nächste Auto werde ich nämlich auch nicht, also auch wenn ich es bekomme, das werde ich nicht fahren, weil das ziemlich scheiße ist. Und ja, das heißt, wir werden uns noch ein bisschen mit dem vergnügen werden müssen und genauso auch mit dem VW Golf. Und ich würde sagen, wir fangen zuerst mit dem Kopfgeld an, weil bei einem VW Golf sind wir nämlich schon bei fast Stufe 3. Dann können wir da erstmal, ey, das war zurück zum Unterschlupf. Dann können wir dann, müssen wir da nicht gleich wieder Ewigkeiten aufbauen und warten, wie auch immer. Jetzt ist der schon wieder Stufe 1. Soll das ein Witz sein? Ist ja echt voll für den Arsch. Ach ja. Na gut, ich denke, ich werde mich jetzt mal verabschieden. Hab heute eigentlich wieder genug aufgenommen. Denke ich. Oder sollen wir noch... Ach komm, Kopfgeld machen wir noch fertig. Ja, das Spiel hat schon so einen leichten Suchtfaktor. Wir brauchen ja 100.000 nur. Nur in Anführungsstrichen. Zentrale 1085. Wir brauchen Ihre Hilfe mit diesem Typ. Das kann ich bestätigen. Festnahme 1010. Fahrzeug noch intakt. Na, deins nicht mehr. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Entschuldigung. Schickt Einheiten, um das Gebiet abzuriegeln. An alle restlichen Einheiten. 25 Sekunden. Kontakt zum Fahrzeug in östlicher Richtung auf dem Highway 99. In östlicher Richtung. Das Gebiet wird abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code 6. Na wunderbar. Nein, kein Rennen, sondern... Wie viel haben wir? Haben wir da jetzt dann schon einen, oder? Ja, genau. Da fahren wir mal. Probieren wir mal gleich die da noch. Vielleicht können wir die auch gleich rausholen. Sagen wir noch genug Moss haben. 190, das wird eng. Ja, nee, da kommen wir so nicht hin. Alle Einheiten, ihr könnt den Einsatz beenden und wieder auf Streife gehen. Den 190, das wird die Kurve sein, oder? Ja, ey. Das hasse ich so dermaßen. Ein Code 6 Zielobjekt wurde gemeldet. In Fahrtrichtung Osten. Auf dem Highway 99. Ja, ich bin im Krankenhaus. Oder Kaserne oder sowas ähnliches. Aber normalerweise ist das, glaube ich, der Krankenhausbereich. Da vorne sind die Bullen und da ist ein Auto, das mir gerade extrem die Scheiße hier verbaut hat. Ja, ich möchte es nochmal probieren. Ich brauche hier einen guten Start, weil sonst komme ich da nicht rüber mit 190 mit dem Auto. Din. Da vorne kommt jetzt die Bullen. Ey, überall sind die Bullen. Jetzt rechts dann aber. Gut, ganz normal weitermachen mit Kopfgeld. Zentrale, Delta 8. Der dreht nach links ab. Verdächtiger fährt einen weißen Volkswagen. Volkswagen. Wird eindeutig zu schnell. Brauche Hilfe bei naja, Hilfe. Weiß ist immer so. Okay, Stufe 2. Delta 8. Habe Boden einer. Na dann, servus. Sind unterwegs zu euch. Ich warte hier dabei. Alle an der Verfolgung beteiligten Einheiten. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen. Wobei wir müssen sowieso zu unserem Unterschlupf. Auf dem Highway 99. Sichtkontakt zum Verdächtigen ist noch nicht lange abgebrochen. Einsatzleitung erbittet Absperrung um das unmittelbare Zielgebiet sowie westlich der letzten bekannten Fahrtrichtung. Auf weitere Infos warten. Natürlich. So. Speichern, weiter. Blacklist 15, Kopfgeld. Und jetzt Stufe 2, dahin geht's.